Das sind Johannes und Johanna Schlüter. Kinder, Frühstück, schnell! Wir müssen los. Lisa, komm, Beeilung. Das Ehepaar Schlüter ist der lebende Beweis dafür, dass Kinder und Karriere problemlos miteinander vereinbar sind. Mutter Johanna bringt die Kleinen schon morgens um 7 in Kita und Schule, um rechtzeitig im Büro sein zu können. Denn ihr Chef besteht darauf, dass sie pünktlich an ihrem Arbeitsplatz ist. Und wenn die Kinder mal krank sind, können sie dann von zu Hause aus arbeiten? Von zu Hause aus. Nein, aber das ist kein Problem. Die Kinder sind ja nie krank. Und wenn doch, die erfahrene Mutter meistert auch das. Leon hatte so komische Punkte im Gesicht. Ach, Leon, was soll das denn jetzt schon wieder? Für Krankheit ist bei Familie Schlüter nun wirklich keine Zeit. Hallo. Hallo. Der Leon, der sieht ja ganz schön blass aus. Ach, der ist nur ein bisschen müde. Tschüss, viel Spaß, Leon. Komm, Lisa, schnell. Und nachmittags holen Sie die Kinder ab? Haben Sie so flexible Arbeitszeiten? Flexible Arbeitszeiten. Nein, aber auch dafür findet man eine Lösung. Genau, denn zum Glück hat Johanna einen preiswerten Abholservice gefunden. So kann sie mit gutem Gewissen bis in die späte Nacht arbeiten, um beim Chef Eindruck zu machen. Hallo Mama. Hallo Schatz. In die Spielecke bitte. Hallo Leon. Hallo. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Sollte man für Eltern nicht eine 32-Stunden-Woche einführen? Dann wäre auch Zeit für Kinder. Gute Idee. Echt? Nein. Nein, aber auch dafür findet man eine Lösung. Es gibt ja noch das Wochenende. Zwar muss Vater Johannes am Wochenende oft auf Dienstreise, aber auch dafür haben Schlüters eine Lösung. Papa ist gleich wieder da. Die Kinder müssen trotzdem nicht auf ihren Vater verzichten. Ah, der Doppelgänger von der Agentur. Die Kleine hat heute Geburtstag. Tschüss. Johannes und Johanna Schlüter. Ein modernes Ehepaar bringt Familie und Karriere unter einen Hut. Das ist gar nicht mein Papa. Doch, das ist dein Papa. Und die Kinder sind begeistert.